Leute, willkommen zu meinem allerersten Vlog und gleichzeitig zu einem wirklich epischen Vlog. Das weiß ich jetzt schon. Es ist jetzt gerade 3.41 Uhr. Ich habe gar nicht geschlafen. Ich habe, wenn dann nur minimal geschlafen, eine Stunde vielleicht. Und ja, ich erzähle euch kurz, was wir in diesem Vlog alles sehen werden. Wir werden nach London fliegen. Wir werden nach Leipzig fliegen. Und in diesen Tagen werden wir ganz, ganz besondere Leute treffen. Am Donnerstag, wenn die Euroleague startet, für den FC Red Bull Salzburg, spiele ich auch gleichzeitig gegen einen der allerbesten E-Sportler, die es aktuell gibt und die es bis dato überhaupt gab, nämlich den Cihan Yaşar'a. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. In London steht heute am Programm ein Sightseeing und ja, dann werden wir mal sehen, wie schön es in London ist, wenn es mal nicht regnet. So Leute, wir sind am Flughafen, es ist viel los, ich bin ein bisschen spät dran. Aber man sieht, der Flug wird dann um 6.50 Uhr starten. Wir haben jetzt fast 6 Uhr. Und jo, ich bin mega gehypt. Einen super netten Taxifahrer hatte ich, der wird sich das Video dann anschauen. Ich grüße dich, mein Freund. Und ja, bis dahin, schauen wir mal, wie es wird. Jetzt bin ich da und warte, dass mein Flug dann gleich startet. Ich halte euch am Laufen. Ich bin hier mit Cihan Yaşar'a, einer der besten E-Sportler auf dieser Welt. Red Bull Athlete und beim RB Leipzig unter Vertrag. Und ja, also mir gefällt die Stadt super, was wir bis jetzt gesehen haben vom Sightseeing. Und ja, wie findest du es, Cihan? Ich war schon ein, zwei Mal in London, aber ich hatte halt leider nicht die Möglichkeit, mir die Stadt so anzuschauen, weil es war unter anderem nur wegen einem FIFA-Turnier oder irgendwas. Und ich muss sagen, also auch die Brücke und generell die Stadt und die Luft ist halt sehr schön. London, was für eine Stadt! Yo Leute, Tag 2 steht an von meinem Vlog. Heute geht es zur Red Bull Gaming Sphere und ich bin mega gespannt, weil ich habe sie bis jetzt nur von YouTube-Videos gesehen, Facebook-Videos, Instagram-Videos etc. Und natürlich freue ich mich sehr, sie heute mal von drinnen zu sehen. Ich nehme euch natürlich mit und werde euch zeigen, wie es dann von ihnen ausschaut. Also, follow me. We are here, guys. Wir sind in der Red Bull Gaming Sphere. Und wer begrüßt uns? Oh! Wow! Oh, sehr viele! Komm, pose für die Kamera, komm, mach was. Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe wirklich den Flug nach Leipzig verpasst. Sitze hier in Frankfurt. Weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, ganz ehrlich. Ich habe den Flug verpasst, weil
der erste Flug von der Lufthansa sich verspätet hat. Und dadurch, da ich diesen Flug nur mit einem Stopp nehmen konnte, hat sich der erste Flug so verspätet, dass ich den zweiten nicht mehr erwischen kann. Und Leute, hier bin ich. Also, bis dann. Ich bin hier mit dem Lars und dem Norman, zwei RB Leipzig-Anhänger, die gerade ein wenig sichtlich enttäuscht sind von der ersten Halbzeit. Und wir freuen uns auf die zweite Halbzeit, die jetzt gleich losgeht. Jo, peace out. Hey Leute, was geht? Was ist los? Leipzig gegen RBS 3:2 für den FC Red Bull Salzburg. Ich habe daran geglaubt, ich habe vorhin noch ja euch das kleine Interview gezeigt mit den zwei Herrschaften im VIP-Bereich und ich habe ihnen gesagt, ich habe es ihnen prophezeit, Leute, also wenn Norman und Sven, wieso? Wenn ihr das Video jetzt schaut, okay, dann bestätigt es, dass ich euch gesagt habe, dass Gulbrandsen reinkommen wird und er das 3:2 machen wird. Leute, bestätigt es. Also es war echt eine Hammerleistung der Jungs. Gefightet bis zum Schluss, so wie wir eben unser Team kennen. Morgen geht es dann mit dem Mannschaftscharter zurück nach Salzburg. Jetzt habe ich mir schon die Kopfschmerztablette reingehaut, weil hat meine Seele rausgeschrien im Stadion. Und yo, morgen halte ich euch am Laufenden. Ich werde jetzt mal schlafen gehen. Für mich gibt es keine Party, Marty, das gibt's nichts. Also jetzt mal schlafen und morgen sehen wir uns wieder. Yo Leute, ich bin hier mit unserem Stürmer Muras Labour und mit Jadji Samaseku. Ich werde dich, Munas, fragen, was hältst du von deinem FIFA 19 Rating? Du hast es ja schon gesehen, du hast wie viel? 76? 76. EA, bitte. 76 für diesen Mann. Please, after last year, I'm really disappointed. Sorry to say that. But I'm also disappointed. I thought I will get a bit more. A little bit. How much do you want? I guess 79, 80. Nah, man. Fair enough. 83, say, 83 at 80 least. Is good. 83. 80 is okay. And Judgy, you only have, you only have how much? 75. 75? I was in the team of Europa League. You know, team of the year, Europa League, okay? Team of the year, and he only has 75. Semi-final. Oh, semi-final. Semi-final and... Just give me 75. No respect, EA, please, please, no respect. This is no respect for these two great players, okay? So we need to change something. Wir müssen da was ändern, Leute, weil 78 und 76 für diese zwei Spieler, das geht nicht. So, Leute, in Salzburg gerade angekommen. Ja, war ich gut mit der Mannschaft zufrieden. So eine Art stimmerliche Stimmung. Feierliche Stimmung. Stimmerliche Stimmung. Und ja, war mega nice, mit dem Team mal zu fliegen und mal die Atmosphäre so einzuatmen mit der Mannschaft. Und ja, echt cool. Also wordless.